Hallo, Herr Quirlinger, Baron Dringier, der Erste von Quirland, ist noch an Ort und Stelle der unbedeutenden Debatten. Hat sie gewonnen, hat drei Fragen stellen dürfen, die durchaus ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben. Und mit Jubilost, der wieder in seiner Gnomen geschaltet ist, wird darüber zu sprechen sein. Die Feenwesen sind meinem Einfallsreichtum nicht gewachsen. Okay, also hier will er nicht mit mir reden und Lindsay sagt wahrscheinlich auch nur... Die Debatten, die Feenwesen und ihre Mysterien. Und was noch wichtiger ist, wir müssen gegen niemanden kämpfen. Ich mag dieses Abenteuer. Ja, stimmt. So. Ich würde ganz gerne... Achso, ihr seid gar nicht in einer Gruppe. Aha. Ich würde mal mit Dringil hier und... wie heißt er hier? Der kleine Kopfmampf. Mal die Karte ablaufen, für den Fall, dass hier irgendwas versteckt ist. Das würde ich euch aber gerade ersparen im Video. Also, Dringil hat hier rein gar nichts erspäht. Deswegen raus... Hoffentlich kommen die anderen auch mit. Aber ich denke schon, dass Jubilos und Lindsay sich wieder anschließen dem Herrn Baron, ja? Bitte, kommt schon. Jawohl. So, dann haben wir hier eigentlich nichts zu tun. Ich könnte jetzt bei der Gelegenheit, wenn ich gerade hier unterwegs bin, nochmal zwei, drei Gebiete ablaufen. Aber es wäre hier Dornenfort. Ich laufe mal über die Dornenfort und werde die nochmal mit Dringils erhöhter Wahrnehmung abscannen. Und wenn da noch was zu finden ist, nehme ich euch dazu. Ansonsten geht's dann hier gleich weiter. Und nichts gefunden, also geht's weiter. Es geht zurück nach Kleingewirrstadt. Kieferberg, das hatte ich glaube ich schon mal. 4711 haben wir jetzt. Und 4710 war ich zuletzt da. Im Mai des vergangenen Jahres. Echt. Aber irgendwo war ich doch hier neulich nochmal... vor kurzem, richtig? Hier, 4711, genau, da bin ich vor kurzem gewesen. Hier das uralte Grab, das ist jetzt nicht so groß, das gucke ich mir nochmal an. Und den Kiefernflecken. Ja, genau, noch ein bisschen... einen Umweg. Ich muss aber aufpassen, dass es hier keinen Gardinengift dann hier kommt. Ich check nochmal das uralte Grab. Und hier im uralten Grab haben wir was liegen gelassen. Tatuchio Söldner. Da habe ich gar nicht alles mitgenommen damals. Aus Lastgründen oder was? Naja, jetzt ist das natürlich was anderes. Gut. War die Idee, hier nochmal herzuschauen. Es war alles nichts wert, aber... Follow my lead. Kleinvieh und Mist, ihr kennt euch aus. Was ist hier eigentlich? Das kennen wir schon. Ja, das haben wir schon woanders auch schon gesehen. Ja, und dann schmeiße ich euch hier wieder raus. Und da die Helden jetzt schwer belastet sind durch diese Rüstungen, dann geht's jetzt doch direkt zurück. Erschöpft sind sie auch. Ich möchte jetzt ungern irgendwelchen Gilben in die Fänge laufen. Was auch nicht passiert. So kurz vor Gierstadt passiert das, glaube ich, nicht mehr. Jo, dann direkt zum Marktplatz. Das gibt satte 47 Goldstücke. Huhuhu. Und dann gleich bei der Thronsaal und... Ne, Moment mal, Dringil muss schlafen. Ja, er muss erstmal schlafen, stimmt. Wir stehen uns also erstmal ins Bettchen. Es ist 4.14 Uhr. Also schlafen und dann weiß ich ja, dass Harim wartet. Also es gibt auf alle Fälle eine Audienz und mit Lindsay und oder Jubilus muss noch gesprochen werden wegen dieser ganzen Debattengeschichte. Aber erstmal Harim. Harim? Harim ist verwirrt. Harim erscheint in der Tür, brüllt etwas in den Gang und versucht, einen Besucher aufzuhalten. Allerdings wird der Priester schließlich laut lamentierend in den Saal zurückgedrängt. Verschwindet! Ihr sollt verschwinden, sage ich. Der Baron empfängt niemanden. Er ist beschäftigt und nicht hier. Achso, er musste da erstmal unten hin, um zurückkommen zu können. Alles klar. Ist das eine Zwergin oder was? Ja, Skegge, das war dieser Zwergenclan. Rudrin Skegge, verzeiht mir, werter Harim, aber ich muss mit dem Baron sprechen. Eine junge Zwergin betritt den Saal. Sie sieht nicht gut aus. Ihr Gesicht ist verschrammt, ihre Rüstung verbeult
und die zerfetzten Ärmel ihres Gewandes sind mit getrocknetem Blut getränkt. Nichtsdestotrotz macht sie eine höfische Verbeugung. Euer Gnaden, ich bin Rutrin vom Skjegge-Clan und ich bin gekommen, euch um Hilfe zu bitten. Mein Volk ist in schrecklicher... Harim unterbricht sie mit empörter Stimme. Woher kennt ihr meinen Namen? Was? Ach hier, startet sie hier. Sie hat ihn mit Harim angesprochen, richtig. Fortfahren. Rutrin sagt, unser Anführer hat mir von euch erzählt. Der ehrenwerte Jarmult, Thorax Paladin. Er hofft, euch persönlich kennenzulernen. Er hat so viele Fragen an euch. Ein Zwerg, der sich von Thorax abwandte, ein Grotus-Priester wurde und nun eine bedeutende Stellung am Hofe eines Barons einnimmt. So etwas ist selten. Harim steigt die Zornesröte ins Gesicht, als er sich wütend den Bart rauft. Thorax Paladin! Und er will mit mir reden. Was für eine dreiste Unverschämtheit! Allerdings, Harim wendet sich dir zu. Wisst ihr, vielleicht sollten wir ihnen helfen. Ich will diesen Paladin mit eigenen Augen sehen. Und die Falle, in die er seine Leute geführt hat. Recht auf böse. Ich denke, ihr seid eine Spionin. Wachen an den Galgen mit dir. Das kann man irgendwie immer sagen, oder? Also, in welche Art von Schwierigkeiten habt ihr euch denn gebracht? Erstmal Fragen. Fragen heißt ja noch nicht, dass man Hilfe anbietet. Vor vielen Zeitaltern, erklärte Rutrin Skjegge, haben unsere Vorväter mit den anderen Clans hier eine Straße und eine Reihe von Festungen gebaut. Unglücklicherweise waren sie gezwungen, diese Gefilde zu verlassen. Aber nun, da ihr die Ordnung wiederhergestellt habt, wollten wir das Erbe unseres Clans wieder aufleben lassen. Wir fanden den Eingang der Adamantschild-Festung. Aber als wir versuchten, sie zu betreten, Rutrin verzieht das Gesicht und berührt ihren verbundenen Arm. Als unsere Vorväter die Festung aufgaben, belegten sie das Tor mit einem Zauber und verschlossen es mit einem Schlüssel, der von unserem Clan lange Zeit als Reliquie sicher verwahrt wurde. Wir hatten ihn bei uns, aber als wir ihn in das Schloss steckten und drehten, geschah etwas Unglaubliches. Das Tor zerfiel zu Staub und wir sahen, dass sich das Schloss in der Brust eines riesigen Golems befand, der uns auf der Stelle attackierte. Mal überlegen. Also bisher weiß Trinki nur von der Bronzeschildfestung. Die hat er in Besitz genommen, in der Tat, und wiederhergestellt und den Kobolden vermacht, Tartuk und Co. Und ich glaube, in der ganzen Geschichte rund um die Zwerge war auch von einer Silberschildfestung die Rede, die aber irgendwo anders ist, also nicht hier in den Raublanden. So hatte ich das zumindest verstanden. Von einer Adamantschildfestung hört Trinki zum allerersten Mal. Harim staunt verächtlich. Ich bin sicher, der Schöpfer dieses Golems hat emsig zu Thorax gebetet, als er ihn baute. Hat vermutlich keine Sekunde daran gedacht, dass sich dieses Eisending eines Tages gegen seine eigenen Leute wenden könnte. Typisch zwergisch. Und Rutrin, wir konnten uns auf einem Hügel verstecken, saßen dort aber in der Falle, weil der Golem einfach am Fuße des Hügels auf uns wartete. Zwei von uns opferten ihr Leben, um ihn abzulenken, damit ich fliehen und Hilfe suchen konnte. Bitte, rettet meine Leute, ihr seid unsere einzige Hoffnung. Also die Schätze, die es in der Bronzeschildfestung zu plündern gab, die waren jetzt nicht von schlechten Eltern. Adamantschildfestung klingt sehr viel prächtiger und wertvoller als Bronzeschildfestung. Und wenn sich diese Festung in Dringils Landen befindet, wovon er bisher nichts gewusst hat, dann möchte Dringil wissen, wo sie ist. Mindestens mal das. Und wenn da ein Golem aktiviert worden ist, der hier rumtobt, dann muss man sich dieser Sache auch annehmen. Das geht nicht anders. Deswegen... Also schön, ich helfe euch. Notgedrungen. Danke, euer Gnaden. Der Skjegge-Clan steht in eurer Schuld. Hier ist eine Karte. Sie führt euch zur Festung. Vergessene Zwergenfestung wurde enthüllt. Und Harim spielt nachdenklich an seinem Bart herum. Ich möchte euch bitten. Solltet ihr ihnen helfen, nehmt mich mit. Ich weiß, dass Häme nicht angebracht ist. Aber ich würde gerne mit eigenen Augen sehen, wie unsere stolzen Gäste aus dem Fünfkönigsgebirge in ein solches Schlamassel geraten konnten. Und dann schicke ich sie in meiner Sprache nach Hause. Ich hoffe, ihr gönnt mir diese kleine Freude. Und Rutrin. Euer Gnaden, ich muss euch warnen. Das ist kein gewöhnlicher Golem. Er besteht aus Adamant. Es ist nahezu unmöglich, ihn zu zerstören, selbst mit magischen Waffen. Aber wenn ihr ihn im Kampf lange genug zermürbt, bricht er irgendwann zusammen, um wieder zu Kräften zu kommen. In diesem Moment müsst ihr den Schlüssel aus seiner Brust ziehen. Mein Wissen über Mechanik sagt mir, dass er dadurch abgeschaltet wird. Aha. Und wenn nicht?
Harems düstere Frage bleibt in der Stille unbeantwortet. Oh Mann. Unzerstörbares Metall. Ich wollte doch eigentlich mich um diese Sache hier kümmern, Warnburg. Ich habe gar keine Zeit für sowas. Jetzt tobt hier ein Golem. Ne? Fängt auch mit Go an. Durch gewirländische Gefilde. Und das kann ich so nicht lange so lassen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, toll. Jubilost. Wie geht es uns? Dringil, ich habe euch nie ausreichend für eure Hilfe bei den unbedeutenden Debatten gedankt. Das hole ich hiermit gerne nach. Ich hoffe, ihr haltet mich nicht für vollkommen undankbar. Nö. Ich war überrascht, dass ihr nicht vom Zauber der Zottenrubbels befreit werden wolltet. Warum habt ihr ihn willentlich durchlitten? Jubilos verschränkt seine Hände hinter dem Rücken. Tja, wisst ihr, ich weiß sehr wohl, was die Bleiche ist und welche fatale Wirkung sie auf Gnome hat. Diese armen Burschen hatten kein dunkleres Motiv für ihr Verhalten als schiere Verzweiflung. Mit ihren albernen Witzen verlängern sie ihr Leben, versteht ihr? Es macht mir nichts aus, selbst zur Witzfigur zu werden. Für eine Weile, versteht sich, sofern mein Leben nicht dabei gefährdet wird. Es hat jemandem ermöglicht, ein paar Tage länger zu leben. Okay. Das ist sehr ehrenwert, finde Dringil. Ihr hättet nicht mitspielen sollen. Wir alle entscheiden, wie wir mit Schwierigkeiten umgehen. Mit Würde oder indem wir uns selbst und andere blamieren. Nö, also Dringil selbst hätte das vielleicht anders gehandhabt an Jubilos Position, aber wenn er das so sieht, das nötigt Dringil Respekt ab. Ihr habt sie ihren Streich also aufrechterhalten lassen, um ihnen zu helfen? Äußerst nobel. Hört auf, sonst erröte ich noch. Jubilos verschränkt mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck die Hände vor der Brust. Ist euch zu diesem Rätsel etwas eingefallen? Die Antwort des Gastgebers auf eure Frage zu den Gnomen? Nicht ganz, aber ich arbeite daran. Ich werde euch von meinen Erkenntnissen berichten. Ich muss zugeben, dass eine solche Antwort ganz im Sinne der Feenwesen ist. Sie muss irgendwo hinführen und ich werde die Fährte finden. Wie ging das Rätsel doch gleich? Ach, er hat's hier sich gemerkt. Gut. Naja, Jubilos, ich würde gerne mit dir darüber fachsimpeln, was du hier sagen kannst. Ein paar Dinge können wir ja schon entschlüsseln, glaube ich. Naja. Themenwechsel. Ich kann die unbedeutenden Debatten nochmal ansprechen, dann komme ich aber wieder nur hier hin. Themenwechsel. Okay, danke fürs Gespräch. Und dann... Achso, Preis der Neugier ist jetzt abgeschlossen. Jawohl. Und dann wäre Lindsay vielleicht noch anzusprechen. Wo ist die denn nochmal? Ah, hier. Die tanzt hinterm Kerzenleuchter. Lindsay, hallo. Dich kann man auf diese ganze Geschichte nicht ansprechen. Na gut. So. Dann in Gewirland ist was Neues, ist aber nur, dass ich die Audienz mit Harim gemacht habe. Ja, Harim nicht froh über Gäste. Das ist ein Problem, das gelöst worden ist, aber das ist ja irgendwie... Das kann man ja nicht lösen. So. Haben wir irgendwas, was wir wissen sollten? Also, bearbeiten sollten? Es gibt kein Ereignis, ist auch niemand frei. Rangaufstieg wäre verlockend, aber ich habe keine Zeit wegen des Golems, rollenspielerisch gesehen. Und wir haben immerhin 44 Baupunkte erwirtschaftet, eine Woche ist rum. Ja, das ist jetzt los hier. Das sowieso. Die Trainings leiste ich mir nicht. Und Harim ist ja noch beschäftigt mit diesem Fluchgedöns. Mit dieser Gelegenheit. Und das hier 100 BP. Wer kann das denn machen? Was kann nur Harim machen? Nee, das ist dann auch. Nee. Dann habe ich hier nichts zu erledigen. Du brauchst noch 11 Tage. Du brauchst noch 6 Tage. Und hier, du brauchst noch 3 Tage. Ja. Also das nächste, was gemacht werden müsste, wäre es tatsächlich
einen Rangaufstieg durchzuführen. Das könnte ich theoretisch jetzt machen, das ist mir klar, aber rollenspielerisch gesehen ist Tringil um Hilfe gebeten worden wegen des Golems und um Hilfe gebeten worden wegen der Schwestern, dieser gesichtslosen Schwestern. Und das kann er, also er kann jetzt nicht 14 Tage hier rumtrödeln, während die in irgendwelchen Ruinen festsitzen. Das kann er rollenspielerisch gesehen nicht machen. Das mit dem Debattenzeug hier, das war schon ein Einschub, der allerdings auch gedrängt hat, weil die Gastgeber nicht ewig warten und lieber verscherzte sich Tringil mit irgendeiner gesichtslosen Schwester, die irgendwie ihre Wartephase im Grab X nicht überlebt, als mit irgendeinem mächtigen Feenwesen. Deswegen war es sinnvoll, das zuerst zu machen. Und jetzt hat sich dieser Golem noch reingedrängt in Tringils Reihenfolge, denn der Golem, der tobt irgendwo quer durch Gewirrland, vermutlich. Und deswegen wird das jetzt angegangen. Ich laufe mit der Stammgruppe nach draußen, werde aber Knock-Knock daheim lassen und stattdessen einen Harem einpacken. Genau. Da sind wir. Wo ist jetzt die Zwergenfestung? Hier. Moment mal, da ist was Neues. Tatsächlich. Verborgen zwischen felsigen Hügeln liegt der Eingang zu einer unterirdischen Zitadelle, die vor Jahrhunderten von Zwergen errichtet wurde. Als ihre Erbauer aus den Raublanden flohen, versiegelten sie das Tor für alle Zeiten. Na, nicht für alle Zeiten. Wenn man etwas für alle Zeiten versiegeln will, dann baut man keinen Schlüssel, mit dem man es wieder aufschließen kann. Du warst noch nie an diesem Ort. Ja, das ist jetzt eigentlich gar nicht Gewirrland, das sind die nördlichen nahen Marschen, aber der Golem kann ja vagabundieren, deswegen mal dahin gelaufen. Bitte ohne Gilbe. Sehr schön. Gut, ich hoffe, dass ich ja, den Weg dahin finde. Hier. Sieht gut aus. Betreten. Ah. Schick. Ja, wenn es hier nichts zu plündern gibt. Wir können auf alle Fälle schon mal ein paar Sachen austeilen. Das kann nicht verkehrt sein auf den Hund. Das ebenfalls nicht. Und dann kriegt der Hund auch noch das magische Gewand. Und die Tanks kriegen den Schild des Glaubens. Weil ohne Kampf geht das ja nicht. So. Wo ist er? Wo ist er? Oh, ein toter Zwerg. Gleich kommt er angebrüllt. Angetobt. Da ist er. Adamant-Golem. Moment mal, überlegen. Ich habe hier... Harim, kannst du das überhaupt machen? Ja. Ich habe hier den Brecher dabei. Der ist gut gegen Konstrukte. Ein Golem müsste ein Konstrukt sein? Fragezeichen. Dieser Streithammer wurde von einem relativ unbekannten zwergischen Schmied mit dem einzigen Zweck erschaffen, seltene, robuste Metalle zu fördern. Er enthält eine erstaunlich große zerstörerische Kraft gegenüber Kreaturen, die aus ähnlichen Materialien geschaffen wurden. Er ist aus Adamant und der Golem ist auch aus Adamant. Das passt. Eine Verderbenwaffe zeichnet sich gegen bestimmte Feinde aus. Gegen einen entsprechenden Gegner ist der Verbesserungsbonus der Waffe plus 2 besser als ihr tatsächlicher Bonus. Außerdem erleiden solche Feinde zusätzliche 2d6 Schadenspunkte. Das sollte Harim tragen. Also der Brecher. So. Jawohl. Und mehr habe ich, glaube ich, jetzt erstmal nicht. Ich habe keine Ahnung, was Golems können, was sie nicht können. I know what to do. Das müssen wir herausfinden. Ach so. Segen? Wir sind ja nicht im eigenen Land. Oh je. Was machst du da? Ach, das sind andere Zwergis. Ach, das ist der Hügel, von dem ihr erzählt habt. Das ist kein Hügel, das ist eine Mauer. Ah.
Michael, kommt jetzt der Segen oder kommt er nicht? Den Zwergen, hey, ich habe den Zwergen noch nicht geholfen. Ich muss den Alamant-Golem besiegen. Michael? Okay. Aha. So. Jetzt kurz checken, was wir noch an Sachen hätten. Ich würde sagen, dass er die Stärke bekommen sollte. Kannst du noch irgendwas buffen eigentlich? Ist ja auch so ein Kleriker. Ach, du kannst auch Bärenstärke und Ausdauer machen. Dann mach Bärenstärke auf den Hund. So. Man kann Bärenstärke noch auf Valerie zaubern, meinetwegen. Michael. Ja, du kannst uns helfen. Wir wissen nichts über diesen Typen. Das ist fürchterlich. Das war die Heilung. Das hier. Ja, das können wir gleich machen. Todesschutz. Ich glaube nicht, dass er negative Stufen austeilt. Und fortschicken kann man ihn, glaube ich, auch nicht. Was war das hier? Göttliche Macht. Das ist auch nur für dich selber. Das Gebet können wir auch im Kampf gleich machen. Jo. Regonka kann auch Hast sprechen. Zauberstufe 3. Gleich dann mal anschalten. So, und du machst uns jetzt den Hastzauber drauf. Wo ist er denn? Da. Auf dich selber. Gut. Und dann haben wir noch eine schöne Waffenverzauberung für dich, Golem. Strahlendes Licht. Eine mit strahlendes Licht belegte Waffe fügt untoten Konstrukten und Objekten keinen Schaden zu. Das können wir nicht machen. Der Gegner ist garantiert nicht körperlos. Schnelligkeit nutzt nichts, wenn wir Hass drauf haben. Ausdauernde Klinge. Verzaubert der Kraft, wenn seine Waffe mit Hilfe einer weiteren Blutsmarke verwendet, um die Dauer zu. Okay, das ist nur, dass es länger dauert. Schärfe, ich glaube, die hast du schon irgendwie. Blitz. Eis. Feuer hast du ja schon auf der Glewe drauf. Nö, so richtig. Also du kannst das Blitz, ausdauernd Blitz machen, aber mehr sehe ich da gerade nicht, was du machen kannst. Herr Baron, schießen Sie mal. Ihm in die Hacke. This should do it. Time for fun. Oh. Das war ja richtig heftig. Mach trotzdem mal noch ein Gebet hier. Wir lassen ihn mal kommen. Nee, lassen wir nicht. Ist der jetzt down? Nee. Attacke auf ihn. Egonga macht deine Waffenverzauberung. Egonga, magst du da nicht hingehen? Du kannst doch hier zur Seite gehen. Nee, kannst du nicht. Was ist das Problem? Hau doch mal drauf. Geht's dem Hund nicht gut? Ich habe gerade einen Hundejaulen Oh, der Hund ist down. Ja. Michael, komm dazu. Das war der Main Tank. Also mehr oder weniger. Mann! Regonga, du hast mich abgelenkt. Mach mal einen Schockgriff. Auf den da. Aha, hat gewirkt. So, was jetzt? Du machst das mal ganz dringend das da. The end draws near. Muss ich jetzt mit Geschick hier irgendwie... Ach ne, jetzt ist er in seinem komischen Zustand. Harim. Harim, der Golem erstarrt. In seinem Inneren vibriert etwas harmonisch und die Dellen, die eure Waffen hinterlassen haben, reparieren sich in Windeseile. Harim tritt auf das metallene Monster zu und mustert es von Kopf bis Fuß. Ein unbesiegbarer Götze aus unzerstörbarem Metall. Ein weiterer Beweis für unseren leeren Stolz. Jeder Meister möchte etwas erschaffen, was ihn überlebt. Aber warum?
damit seine Schöpfung eine kurze Weile weiterlebt, ehe sie zusammen mit dem Rest des Universums zu Staub zerfällt. Ha! Meister, Meister! Bumm. Harim zieht den Schlüssel heraus. Zu seiner Überraschung kommt zusammen mit dem Schlüssel das gesamte Schloss aus dem Körper des Golems. Harim sieht erstaunt zu, wie das Monster in Stücke zerfällt, als würde es nicht aus dem stärksten Metall der Welt bestehen, sondern aus verfaultem Holz. Aha. War nicht so schwierig eigentlich. Aber bei... Heil, Debaron! Gerettet, wir standen so kurz vor dem Tod. Thorak sei gepriesen. Jarmult Xerge ist das. Einer der Zwerge springt von dem kleinen Hügel. Das ist kein Hügel, auf den die Zwerge vor dem Golem geflohen sind. Es ist ein grauhaariger Mann mit einem gewaltigen Thorak-Zeichen um den Hals. Offenbar der Anführer. Er blickt Harim und dessen Werk völlig erstaunt an. Wie? Wie habt ihr das gemacht? Das ist unmöglich, unmöglich! Ich weiß es nicht, sagt Harim. Harim, ihr habt schon einmal mit bloßen Händen Metall zerbrochen. Was? Wann ist das denn geschehen, Dringil? Ach, wartet. Meint ihr den Amboss? Ja, das habe ich getan. Aber warum? Ich habe Grotus gefragt, was es zu bedeuten hat, habe aber keine Antwort erhalten. Harim wickelt sich nachdenklich den Bart um den Finger. Wer seid ihr an den anderen gerichtet? Der Zwerg wendet sich dir zu und verneigt sich förmlich. Verzeiht, euer Gnaden. Vor lauter Überraschung habe ich meine Manieren vergessen. Ich bin Jarmult Xkierge, Paladin von Thorak und Anführer dieser Gruppe. Ich danke euch im Namen unseres gesamten Clans für eure Hilfe. Ekun verneigt sich vor dem Paladin. Möge der Vater der Schöpfung euch niemals verlassen. Und Jarmult Xkierge, möge er euch segnen, mein Sohn. Und weiter. Und ihr müsst Harim sein, der Priester von Grotus? Ich habe viel über euch und euren ungewöhnlichen Pfad gehört. Ich würde gerne mit euch sprechen. Und Harim. Ihr möchtet... Nun, ich möchte ihn nicht einmal sehen. Ihr möchtet... Nun, ich möchte euch nicht einmal sehen. Wir haben nichts zu besprechen. Das fehlt mir gerade noch. Eine weitere Predigt darüber, wie großartig Thorak doch ist. Und der Paladin antwortet auf Harims Entrüstung mit einer demütigen Verbeugung. Ich bin nicht so arrogant, einen Priester zu predigen. Euer Glaube ist eure Wahl. Es steht mir nicht zu, ihnen Frage zu stellen. Ich wollte nur mehr über eure spirituelle Reise erfahren. Harim schnaubt nur verächtlich. Und Dringi sagt, wie dem auch sei, seid ihr jetzt in Sicherheit? Und Jarmult Xkierge, ja, euer Gnaden. Möge Thorak die Erde segnen, auf der ihr schreitet. Sehr schön. Ihr habt uns gerettet. Der Skekke-Clan steht in eurer Schuld. Leider haben wir keinen Schatz, mit dem wir euch für eure gütige Hilfe danken können. Aber das wird nicht von Dauer sein, glaubt mir. Wenn wir einen Weg in die Festung finden und das Vermächtnis unserer Ahnen bergen können, werdet ihr sehen, dass niemand dem Skekke-Clan vorwerfen kann, geizig zu sein. Und Harim Staub verbittert. Seht sie an, Dringil. Hier sind sie, wahre Kinder Thorax. Gierig, hochnäsig, blind. Sie sind nur knapp dem Tod entkommen und doch tauchen sie schon wieder in seinen Schlund hinab, geblendet vom Glanz erfundener Reichtümer. Ich hatte überlegt, sie fortzuschicken, aber erlauben wir ihnen doch zu bleiben und weiterzumachen. Wenn sie so begierig darauf sind, sich ihr eigenes Grab zu schaufeln, mischen wir uns nicht ein. Also Harim Tingil ist kein Dreologe, aber diese Hochnäsigkeit kann man genauso gut dir vorwerfen. Du stehst hier und sagst, dass du immer alles besser weißt. Oh Mann. Dringi wird mit Harim nicht warm. Und Jarmult Xkierge, danke. Wie ich sehe, habt ihr für euer Volk und unseren Gott nichts übrig. Nein, runzelt nicht so schnell die Stirn. Ich will euch nicht predigen. Aber ich glaube, ihr habt gesagt, ihr hättet das Unzerstörbare mit euren Händen zerstört. Bitte berichtet mir davon. Ich glaube zu wissen, welche Macht in euch ruht. Und Harim. Die Sänge der Esse. Harims Stimme klingt ton- und leblos. Der magische Amboss in der verlassenen Bronzeschildfestung, von Trollen entweiht. Er wurde durch meine Faust zerstört, als wäre er aus Sand gemacht gewesen. Oder aus Holz, das von innen verfault war. Und als hätte er nur darauf gewartet, berührt zu werden, um zu Staub zu zerfallen. Und Jarmult legte nachdenklich seine Hand auf Thoraks Hammer, der um seinen Hals hängt. Kann es sein... Jarmult, wovon redet ihr? Welche Macht ruht in Harim? Und Jarmult. Die Berührung des Vernichters. Ein seltenes, ein sehr seltenes Geschenk der Götter. Es geschieht nur einmal pro Generation. Ich kann nicht sagen, wer es gewährt. Vielleicht Thorak.
Vielleicht Grodus. Oder vielleicht kommt es von einer anderen Quelle, von der wir nichts wissen. Es ist die Macht, den Dingen, die über ihre gegebene Zeit hinaus leben, den Tod zu bringen. Kranke Dinge, Dinge, die mit einem Makel erschaffen wurden, wie dieser Golem. Entweiht wie der Amboss. Die robusten Schöpfungen zwergischer Hände, die um den Tod betteln, aber weiter existieren müssen. Ein Zwerg, der von der Berührung des Vernichters gesegnet wurde, kann ihrem Leid ein Ende bereiten. Und Harim. Humbug, ich habe noch nie davon gehört. Wenn Grodus mir diese Macht gewährt hätte, warum muss ich dann von irgendeinem Paladin eines verräterischen Gottes davon erfahren? Des Gottes der Hilflosigkeit und Feigheit? Ein Geschenk der Götter, bei Grodus. Beweist es oder gesteht, dass ihr lügt. Harim langsam. Oh, man möchte diesen Zwerg am Bart packen und sagen, denk mal logisch. Nur weil du irgendwas noch nie gehört hast, heißt es nicht, dass es nicht existiert. Mit dem, was du alles noch nie gehört hast, kann man Bibliotheken füllen, Harim. Mann, oh Mann, oh Mann. Und das weiß sogar Dringila als Schurke. Ja. Und, wenn Grodus dir diese Macht gewährt hat, aber dir davon nichts erzählt hat, dann hat er sie dir vielleicht nicht gewährt. Hier liegt ein toter Zwerg. Das gucken wir uns gleich an. Fortfahren. Und Jarmuld lauscht dem Hagel an Beleidigungen, mit dem Harim ihn überzieht, mit völliger Ruhe. Als Harim schließlich die Puste ausgeht, antwortet der Paladin ruhig. Ja, ich kann es beweisen. Dessen Religion wurf erfolgreich, dafür war offensichtlich der Michael zuständig, nehme ich an. Harim, seine Worte klingen einleuchtend. Was ihr für Thorax Fluch gehalten habt, ist in Wahrheit vielleicht ein Geschenk der Götter, das eure Brüder einfach nicht verstehen konnten. Harim verzieht das Gesicht, als hätten alle seine Zähne gleichzeitig begonnen zu schmerzen, nickt dann aber zögerlich. Es ist möglich. Aber dann sind Thorax und seine Anhänger noch dümmer und blinder, als ich dachte. Stellt euch nur vor, Dringil. Wenn das stimmt, ist der Grund für mein Leid kein Fluch, sondern die bloße Tatsache, dass keiner meiner Verwandten weise genug war, ein göttliches Geschenk zu erkennen. Der Priester schüttelt den Kopf und blickt den Paladin an. Ihr habt gesagt, ihr könnt eure Worte beweisen, Jarmuld. Ich fordere euch heraus, das nun zu tun. Und Jarmuld, Skegge. Die Berührung des Vernichters besteht nicht nur aus der Gabe zu zerstören. Er kann einem Gegenstand das Herz entreißen, jegliche Liebe und Mühe, die sein Schöpfer darin hat, einfließen lassen. Bei der Gnade Thorax, schlagt den Golem noch einmal, vervollständigt die Vernichtung und zeigt uns sein Herz. Au. So, das scheint funktioniert zu haben, auf den ersten Blick. Scheiße, wa? Harim, dein ganzes Leben bricht gerade vor deinen Augen zusammen. Harim blickte düster auf den stillen Golem, zuckt dann mit den Schultern und schlägt mit der Faust dagegen. Der Golem zerfällt mit einem jämmerlichen Klirren in unzählige Splitter. Harim bückt sich, um die Fragmente zu durchwühlen, und bekommt einen leuchtenden blauen Juwel zu fassen. Er studiert ihn und wendet sich dir zu. Trauer und Verwirrung stehen dem Priester ins Gesicht geschrieben. Da! Ein Geschenk von Thorax. Verdammt soll er sein! Und was jetzt? Was mache ich jetzt damit? Golemherz hat er mir gegeben, aha. Udregonga. Ihr könnt also Edelsteine aus verschiedenen zerbrochenen Eisenstücken gewinnen. Gut für euch. Ihr werdet reich. Regonga, du hast es nicht ganz verstanden, glaube ich. Und Jarmolds Klecke. Was für ein pragmatischer junger Mann. Ich hörte jedoch, die Herzen von Artefakten sind in einem Stück wertvoller. Ja, glaube ich auch. Wenn das ein Geschenk von Thorax ist, dann gibt es seinem Diener. Was? Verstehe ich nicht. Ich sag's aber mal. Harim reicht Harmult das Juwel. Ach, so war das gemeint. Okay, na egal. Und Harim sagt, danke, dass ihr mir von meiner Gabe berichtet habt, Jarmult. Aber glaubt nicht, dass es mich mit Thorax versöhnen wird. Oder mit meinem Volk. Wenn ihr eine gute Verwendung dafür findet, schön. Wenn nicht, ist es egal. Ihr könnt weiter nach dem Eingang suchen oder zurück in eure Berge gehen. Mir ist es einerlei. Und Jarmulds Gecke senkt den Kopf. Danke, Harim. Ich werde dieses Geschenk sinnvoll einsetzen. Es tut mir leid, dass sich alles so entwickelt hat. Aber ich respektiere eure Entscheidung und werde nicht versuchen, euch umzuschimmen. Lebt wohl. Harim wendet sich dir zu. Geschenke der Götter. Flüche der Götter. Ich glaube langsam, es ist ein und dasselbe. Aber danke, dass ihr mit mir hierher gekommen seid. Allein hätte ich vermutlich nicht einmal mit diesem Jarmuld gesprochen. Aber jetzt muss ich über vieles nachdenken. Gehen wir, Dringil.
Lassen wir diese Skeggers zurück. Sollen sie tun, was sie wollen. Und die unzerstörbares Metallquest ist damit abgeschlossen. Und hier liegt ein toter Zwerg, aber der hat gar nichts dabei. Dabei. Ja, ich muss hier mal gerade noch das ablaufen. Das geht ja gar nicht anders. I'm listening. Michel, hier, mach mal ein bisschen gute Laune. Gut, dann hätten wir noch den Kopfmampf. Die Folge ist schon überlang, aber ich kann jetzt hier nicht irgendwie nur wegen des noch ausstehenden Erkundens die Festung irgendwie verlassen. Das bringt nichts. Hier könnte auch irgendwas liegen an alten Erbstücken. Hier vorne wäre ein schöner Platz dafür. Aber nein. Da hinten vielleicht. Irgendwo muss da was sein. Und ich frage mich, ob ich in diese Festung hineingehen kann. Jetzt ist sie ja offen. Oh, warte, hier ist irgendwas. Auf den Hügel gehen. Das ist eine Geschicklichkeitsprobe. Das machen wir mal. Was? Fluppt. Was hast du denn gewürfelt? Eine 11. Das ist viel für Dringdeal. Das ist kein Hügel. Das ist eine Erhöhung, aber kein Hügel. Ach, hier kann man gar nicht weiter. Okay. Dann wieder zurück. Und jetzt war es eine 2. Das ist unglaublich. In due time. Wirft man einen W20, dann wirft man im Schnitt eine 10,5. Wirft man einen W20 zweimal, wirft man im Schnitt eine 10,5 mal 2, eine 21. Trinkel hat eine 13 gewürfelt. In Summe. Das ist geil, oder? Fasziniert von der niedrigen Zahl. Oh je. Ach, hier wird der eine Zwerg betrauert hier. Gerettet, wir standen so kurz vor dem Tod. Ja, das war einer der beiden, die sich geopfert haben hier. Ja, okay, gut. Da gibt es weder was zu plündern noch irgendwas zu tun. Und hier ist alles eingestürzt. Ich glaube, so schnell kommen wir hier nicht rein. Not far. Falls wir hier überhaupt reinkommen. Hier oben ist ja auch nur Gebrösel. Und echt kein einziges Geheimversteck hier. Das ist ja nicht zu fassen. Oh Mann. Helden, ist das wirklich wahr? Nichts hier, gar nichts. Scheint so. Das ist die Alamantschildfestung. Hier unten komme ich nicht hin. Und hier unten, kurz vorm Tor, naja, geht mal da irgendwo hin. As it should be. Nö, auch nichts hier. Stimmt's? Nee, ihr könnt ja nicht erkunden. Nein, kommt zurück, zurück. Und raus. Ja. Noch eine überlänge Folge, aber die ist jetzt hier zu Ende. Und weiter mit der Rückkehr der Helden nach Kleingewehrstadt. Und dann der Tourenplanung, weil in der Baronie gibt es ja jetzt gerade nicht so viel zu tun. Das heißt, die Helden sollten tunlichst schauen, dass sie wieder nach Warnhold kommen, um dort ein paar gesichtslose Schwestern zu retten, die hier und da in irgendwelchen alten Gräbern herumgestochert haben. Ja, weiter mit diesen schönen Gräbern, Grüften und sonstigen, Grüften heißt das, Grüften und sonstigen Nekropolen geht es im nächsten Teil. Bis dahin!